Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich hatte ja schon längere Zeit versprochen, dass ich euch mal ein Action-Video zeige mit meiner Steyr LP50 RF. Ich habe jetzt mehrere tausend Schuss gemacht, das kann ich schon mal behaupten. Das sind schon einige echt richtig ordentliche Scheiben bei rumgekommen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal meinen Red Dot getauscht und zwar schieße ich jetzt ein Hawk Reflex Visier mit 3 Mohr Punktgröße. Einfach aus dem Grund, das hat sich wirklich als Bestes herausgestellt. Ich hatte einen Aimpoint, ich hatte einen Sightmark, ich hatte ein Sig Sauer und ein UTG. Und jetzt ist es eben das 3 Mohr große von Hawk geworden. Hat keine oder kaum Reflexionen, trotz Brille und so weiter. Ich hoffe jetzt natürlich, ich habe mal richtig coole Scheiben, die zeige ich euch später noch auf dem Foto und so weiter. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass ich live für euch auch sowas richtig ordentliches schießen kann. Natürlich, die Top-Schützen unter euch mögen das Video jetzt am besten gar nicht anschauen. Die 10-Meter-Schützen unter euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was macht der eigentlich für einen Scheiß und schießt da mit einem Rotpunkt. Für mich macht es so einen unglaublichen Spaß. Was leider, oder was heißt leider, was noch fehlt, ist der neue Griff. Ich bin nächste Woche beim Thomas Ring von Ringformgriffe und lasse mir eben extra einen anpassen für meine Handgröße, dass man eben beim beidhändigen Schießen das dann auch ordentlich machen kann. Ich werde jetzt mal 30 Schuss auf die Scheibe machen. Hoffentlich kriege ich was Gescheites zusammen, dass die Waffe eingespannt ein Loch schießt, ist klar. Und die Top-Schützen mögen es mir verzeihen. Besser bin ich halt noch nicht, aber ich habe es versprochen einfach, dass ich euch mal ein kleines Action-Video zeige. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gelabert, dass ich nur noch rumzitter. Und wir fangen einfach mal an. Spaß macht die Pistole ohne Ende. Ich stelle das mal ein. Ah, ich zitter heute schon ein bisschen. Also das wird nicht meine beste Scheibe werden, das steht leider schon mal fest. Die ersten 15 Schuss hier durch. Ja, ich habe es meinem Kumpel oder meinen Kumpels immer erzählt, so ein Training irgendwie, wenn ich eine halbe Stunde abends mache, sind halt mal 200 Schuss einfach weg. Ihr seht, wie schnell das Ganze geht mit der Pistole. Das Schöne, wie gesagt, an dieser RF ist, dass das eine 7,5 Joule Pistole ist. Die hat auch exakt 7,5 Joule. Und da kann man halt auch auf 25 Meter dynamische Disziplinen trainieren. Das wird definitiv nicht mein letztes Video gewesen sein. Ihr kennt ja schon hoffentlich aus meinem Video von Mitte Mai den Keilershoot. Da will ich natürlich, wenn ich mal ein bisschen zuverlässiger noch schießen kann, auch nochmal ein richtig geiles Action-Video machen, dass man sehen kann, wie viel Spaß man daran haben kann. Und ja, jetzt mache ich mal den zweiten 15 Schuss. Hoffentlich ist das, kriege ich noch ein bisschen was zusammen. Macht unglaublich Spaß. Fällt schon fast eher unter die Sektion Plinken. Na, ich glaube, die letzten waren ein bisschen besser als die ersten. Vielleicht ist die Hand ein bisschen ruhiger geworden. Die letzten 5, glaube ich, waren gut. Wir schauen es uns mal aus der Nähe an. Eieiei, da waren ein paar böse Wackler dabei. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ich mache noch eine Scheibe. Das geht auf jeden Fall noch besser. Tja, was soll ich sagen? Es klappt natürlich nicht immer alles so wie gewünscht. Ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber im Normalfall kriege ich sie schon relativ um den inneren Kreis rum. Also sprich, außerhalb der 8 dürfte normalerweise nie mehr was rausgehen. Man muss dazu sagen, das entspricht einer original 14x14er Scheibe von der Größe.
Die sind 1:1 so, ja, ich sag mal, nachgedruckt. Ich nutze halt die eben, weil die sich durch Rotpunkt und aus der Entfernung halt sehr schön anvisieren lassen, beziehungsweise sind die sehr gut erkennbar. Deswegen schieße ich die lieber als jetzt meine anderen Scheiben, die ich normalerweise habe. Aber die Präzision kriegen wir jetzt hoffentlich nochmal besser hin. Zack. Und los geht's nochmal. Was halt richtig cool wäre, vielleicht mache ich es irgendwann noch. Leider sind die halt nicht ganz günstig, die Magazine. Aber richtig geil wäre halt, wenn man da so 12 Magazine hätte. Weil man kriegt 60 ordentliche Schuss, aber ich habe auch schon 90 rausgebracht. Aber nach 60 Schuss fülle ich jedes Mal die Kartusche wieder auf. Und wenn man dann zwischendrin nicht nachladen müsste, sondern einfach mal 60 Schuss nacheinander reinschieben könnte mit Magazin, dann wäre das natürlich endlos cool. Weil ihr seht, der Magazinwechsel geht wirklich extrem gut und extrem schnell. Das Nachladen ist jetzt auch keine große Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ewig dauert, aber es bringt einen halt immer ein bisschen raus und es macht halt mehr Spaß, einfach am Stück zu schießen. Naja, vielleicht über die Jahre hinweg. Ich kann mir vorstellen, dass die Pistole sehr lange in meinem Besitz bleiben wird. Lege ich mir vielleicht noch ein paar zu. Ich glaube, der erste war ziemlich mies. Ich sehe es von hier aus nicht. Naja, der letzte war auch wieder viel zu tief, glaube ich, vom Gefühl her. Ja, es fehlt halt noch das Training. Naja, also ich glaube, ich habe schon bessere geschossen. Andererseits gibt mir das die Möglichkeit, irgendwann nochmal ein Video zu machen, wenn es dann nochmal ein bisschen besser geworden ist. Auch die Scheibe guckt man es nochmal aus der Nähe an. Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi. Ja, Wahnsinn. Da waren natürlich auch wieder richtig miese Dinger dabei. Naja gut, die Möglichkeit, dass ich mich wirklich bis zum nächsten Mal verbessere. Ich zeige euch mal ein paar Scheiben, wie es dann auch schon mal geklappt hat. Also die Scheibe habe ich gestern Abend geschossen. Und die Scheibe hier, das war noch mit dem alten Rotpunkt. Also es geht schon noch besser auf jeden Fall.